Willkommen im K40-Keller. Ja, Keller. Ich habe mir für heute gedacht, ich mache mal, weil ich was ausprobieren wollte, ob die Box auch wirklich schön dicht ist. Eine Tiefengravur auf eine Münze und erkläre ein bisschen an der Software, wie man das macht, wie man das einstellt. Und vielleicht noch ein bisschen Illustrator-Arbeit, Münze erstellen. Mal gucken, so die Ecke, das ist mein Plan. Das geht mir letztlich um den Langzeittest. Ihr seht auch schon, der Laser läuft. Ja, jetzt hier noch nicht drauf zu sehen. Da gibt es irgendwie noch ein kleines Softwareproblem. Kriegen wir alles hin. Also heute mal ein kleines Faserlaser-Video. Die Lightburn-Tutorials, die kommen schon bald. Ja. Wir gehen jetzt erstmal in den Rechner, würde ich sagen. Bis gleich. Hier im Illustrator habe ich schon eine Vektorgrafik geöffnet. Die habe ich gerade durch Zufall gefunden. Aufgrund einer Werbemail. Ja. Von MyHeritage, wie nennen die sich? Heritage Library, keine Ahnung. Ich verlinke das unten mal in der Videobeschreibung. Da gibt es einige kostenlose Vektoren. Und ja, das bietet sich ja als Münze an. Da brauche ich mir ja gar nicht selbst basteln. Und ich habe mich hier für dieses Design entschieden. Und das finde ich irgendwie gar nicht mal so schlecht. Das werde ich jetzt nehmen für eine Tiefengravur. Und dann die gravierte Münze noch ein bisschen nachbearbeiten. Aber das sehen wir dann später. Wollen wir jetzt mal schauen, wie groß ist denn das hier? Ich mache mir mal eine neue Datei. Und kopiere mir das einfach mal da rein. Wie gesagt, das habe ich mir gerade so geöffnet. Ne? Mit Steuerung C kopieren. Einfach in die neue Datei einfügen. Steuerung V. So, haben wir hier oben die Maße. Ich brauche einen Durchmesser von 27 mm. Also tippe ich mir hier 27 mm ein. Dann haben wir das hier schon. Schauen wir mal eben ganz kurz, weil ich jetzt die Vektorteile nicht kenne. Wenn ich alles markiere, gehe ich einfach mal in dem Fall hier über Pathfinder bei verdeckte Flächen entfernen, klickt da mal drauf, aber ich glaube, da sind keine, weiß ich nicht. Ich mache mal einen Doppelklick auf die schwarze Fläche, drücke auf Y, dass ich dieses Farbauswahl-Tool bekomme, markiere mir mal eben schwarz und dann sage ich einfach mal eben bei Auswahl umkehren. Na, jetzt habe ich alle weißen Flächen, drücke auf entfernen. Ob der Schritt jetzt in diesem Fall bei dieser Vektorgrafik notwendig ist oder nicht, weiß ich nicht, weil ich habe mir die jetzt nicht so genau angeschaut, aber auf Nummer sicher, damit EasyCut gleich keine Probleme hat, die Datei vernünftig zu hatchen. Ne? Jetzt gehe ich noch ganz kurz hier die Arbeitsfläche beschneiden und sage hier oben im Menü einfach bei Benutzer definiert, nehmen wir an Bildschirm. Begrenzung, also Dokumentbegrenzung anpassen. So heißt es, glaube ich, ne? So, und die Datei speichere ich mir jetzt. Ja, bitte auf dem Computer speichern. Ganz wichtig natürlich, beim Dateiformat wählen wir Illustrator 8 aus, sonst kann ich das in EasyCut nicht öffnen, nicht importieren. Und dann springen wir doch mal ganz kurz in EasyCut rein und ich zeige euch mal, wie man das vernünftig hatcht für eine Tiefengravur. So, in EasyCut, ich nutze hier die Version 2.14.11, öffnen wir uns mal oder importieren uns mal die Vektorgrafik. Wenn wir auf die Taste C drücken, jetzt zentriert, können wir hier noch einmal prüfen. 27,006 mm, das ist schon genau genug, würde ich sagen. Mal ein bisschen größer zoomen. So, jetzt werden wir, gehen wir mehr auf das H für Hatch. Platz hier machen. Line Space machen wir 0.02.
Wir nehmen diesen Hedge-Typ, ich weiß nicht, wie der heißt. Aber den wählen wir. Mark und Tour lasse ich aus. Crosshedge an, ja, Fall Edges Once lasse ich aus. Ich weiß nicht, ob man das braucht. Ich finde das Ergebnis ganz gut. Ohne, so, Auto-Rotate machen wir an, dass er nach jedem Durchgang automatisch sich rotiert. Sage ich 13 Grad. Pen, ne, für den ersten Hedge-Pen nehmen wir den 0, den schwarzen. So, und jetzt machen wir nochmal Hedge 2. Crack All, Crosshedge auch an. Den gleichen Typen, dann nehmen wir Blau. Auch bei Line Space 0.02. Auto Rotate 13. Der erste Hedge ist für die Tiefengravur. Der zweite ist für den Cleaning Path. Ja, weil durch das, wenn wir mit der hohen Energie auf das Material gehen, dann wird es halt sehr schwarz. Wir wollen es dann halt wieder heller haben und die, ja, sag mal, das verbrannte Metall auch abtragen, damit wir auch wieder tiefer gravieren können. Weil wenn wir das nicht machen, dann irgendwann brennt er nur noch drauf rum und wir kommen nicht mehr tiefer ins Material rein. Deswegen das. So, jetzt sagen wir mal einfach okay. Ist jetzt gehatcht. Zack. Man sieht halt den zweiten Hatch immer da drüber. Ne? Der schwarze liegt da drunter. Das kann man jetzt nicht sehen, aber vertraut mir, der ist da. Jetzt stelle ich mir mal die Parameter hier ein. Ich wähle hier den schwarzen aus. Den möchte ich gerne mit 600 mm die Sekunde. Für mein Modul, das ist ein 30 Watt von JPT, habe ich die Power, ja, Entschuldigung, 95% Power. Und bei Frequenz, da habe ich bei 37 kHz die meiste Energie, deswegen nehme ich da 37 kHz. Und für den Cleaning Path wähle ich hier oben den blauen aus. Da sage ich 1000 mm die Sekunde, nicht 10.000, 1000 ist gut. Bei Power sage ich 35 und Frequenz nehme ich 75. Und das sorgt dafür, ich versuche das gleich mal zu filmen. Eigentlich möchte ich den Laser ungern aufmachen dabei filmen, aber vielleicht geht es ja. Ich schaue mal, dass man einmal genau sieht, was er macht beim Cleaning Path, dann das Schwarze abgetragen wird. So, der entscheidende Punkt, den habe ich natürlich jetzt gerade noch vergessen. Ja, den Fehler hier ignorieren. Das ist die Demo-Version. Ich sitze jetzt nicht an dem Rechner, den ich gleich zum Gravieren nehme. So, alles klar. Beim schwarzen Pen Loop Count machen wir hier eine 2 rein, weil er soll, ich habe einen Crosshatch an und er soll es jeweils den schwarzen Path, also die Tiefengravur, zweimal machen. Das heißt, er geht einmal, sage ich mal, von links nach rechts und dann nochmal von links nach rechts und dann kommt der Cleaning Path. Ja, der ist hier auf 1, das passt. Und wie gesagt, beim schwarzen auf 2. Ja. Und um das zu gravieren, hier unten bei Total Number, Part Number sollte 0 stehen. Falls nicht, resetten wir das einmal. Bei Part Number für die Münze finde ich reicht 10 mal, dass wir tief genug kommen. 10, 11 mal. Man muss ein bisschen probieren, aber ich lasse es jetzt auf 10 Durchgänge. Dann geht ja das ganze Programm 10 mal durch und bei jedem Durchgang, wie gesagt, der Auto-Rotate dreht es dann um 13 Grad, dass wir auch keine komischen Muster bekommen, dass es einfach regelmäßiger wird. Und dann starten wir den Laser. So, jetzt dafür gehe ich aber an den Laser und führe das Ganze da nochmal aus, weil hier an dem großen Rechner kann ich das nicht. Der ist nicht verbunden mit dem Laser. Ich habe jetzt mal schon die Münze hierher gelegt und so ein Viereck, das zeigt mir an, wo es graviert wird. Naja, es müsste so passen. Na, ich glaube, ich habe die Münze gut ausgerichtet. Hoffe ich mal, dass es gut zentriert ist. Dann starten wir mal die Gravur. Ich werde das nur kurz filmen und dann gleich nochmal vielleicht den Cleaning Path, weil ich möchte ja, dass das hier nicht so stinkt. So, dann filme ich gleich nochmal weiter, wenn er den Cleaning Path macht. Ich denke, da kann man es ganz gut sehen. Jetzt geht er rüber und macht den Cleaning Path. Und die dunklen Stellen, ich glaube, es ist letztlich eine Oxidationsschicht durch die Hitze, durchs Abbrennen, ich weiß nicht genau. Jedenfalls wird es gut abgetragen. Und bei der nächsten Gravur, wo es wieder in die Tiefe geht,
kann da mehr abtragen. Wenn man das nicht macht, dann wird es etwas schwierig, sehr tief reinzukommen. Die Gravur dauert natürlich dementsprechend lange. Ich schätze jetzt mal ungefähr 40, 50 Minuten. Ich müsste es jetzt nachgucken. Um die gewünschte Tiefe halt ins Material zu erreichen, solange wir so Geduld haben. Aber eins kann ich schon mal sagen, ich spoiler mal gerade eben, ich habe die Münze, also ich habe es verkackt, nicht hundertprozentig positioniert. Ist halt Pech. Ich lasse es jetzt weiterlaufen. Finde, das wird schon funktionieren. Und wie gut ihr eure Münzen letztlich platziert ist, dann bleibt dann ja euch überlassen. Da kann man sich natürlich auch eine Vorrichtung für machen, dass man immer genau die Position findet und sowas. Aber ja, habe ich noch nicht gemacht und ist ja auch egal. Was geschieht gleich? Also, wenn die Münze gleich fertig graviert ist, dann zeige ich euch die mal, wie das so ausschaut. Ich versuche mal ein gutes Foto zu machen, eine Detailaufnahme. Und dann werde ich die mit dem Dremel, ich habe so eine kleine Metallbürste, zeige ich euch gleich mal, schön abpolieren. Und dann habe ich so ein Zeug, ich hole das mal eben ganz kurz. Mundmetallfärber, Schnellgrünierer von Ballistol, geiles Zeug. Dann versuchen wir mal so einen gewissen Look mit hinzukriegen, ja, weil es ist ja irgendwie so ein altes Motiv und so und vielleicht möchte man dann einfach auch so einen alten Look damit hinkriegen. Ich probiere einfach mal und wir schauen mal, wohin das führt. Na, jetzt graviert die Münze noch, wir wissen nicht, wo es endet. Bis gleich. Auf euch. Jetzt sieht es erstmal so aus, nicht so prickelnd, ne? Aber das ist ein bisschen unscharf, ne? Das Geheimnis oder das Gute kommt jetzt. Ich versuche das, das ist wahrscheinlich ein bisschen unscharf, schätze ich mal. Aber ja, hier habe ich meinen Dremel und ich habe hier so eine Metallbürste. Und hier habe ich jetzt die Münze. Jetzt wollen wir das mal darüber polieren. Ich werde jetzt hier so ein bisschen Schnellbrünierung auftragen. Das Zeug soll ziemlich giftig sein. Ist auch Salpetersäure drin, kann also nicht gesund sein. Also immer schön Obacht. Aber der Effekt sollte relativ schnell erkennbar sein. Ich würde gerne einen Pinsel nehmen, aber ich habe leider keinen Pinsel da. Also tupfen wir mal ein bisschen und stellen fest, mit dem Tupfen ist es schwierig. Aber es geht. In der Ruhe liegt die Kraft. Na, ihr seht schon, das färbt sich relativ schnell schwarz. Das mache ich jetzt einfach nur, um vielleicht so einen grunchigen Look hinzukriegen, dass es ein bisschen älter aussieht. Ich gehe da gleich nochmal mit Schmiegelpapier drauf. Na, das soll nicht so hochglanz aussehen, sondern so richtig schön. Ja, dunkel. Abgenutzt, abgewetzt. Ja, mal schauen, wie das Ergebnis wird. Jetzt habe ich das mal eine Minute einwirken lassen. Jetzt tupfe ich das mal ab, dass die überflüssige Säure darunter kommt, der Schnellbrünierer. Ich würde sagen, ich wasche das mal ganz kurz mit Wasser ab und dann bin ich gleich wieder da. Ich habe jetzt mal eben den Rest runtergewaschen mit Wasser. Das ist natürlich jetzt auch nicht so beeindruckend. Ich werde jetzt gleich noch mal einmal ganz kurz mit Sandpapier drüber gehen, um das so ein bisschen die erhabenen Stellen abzureiben. Und dann würde ich sagen, ist das Ergebnis fertig. Ich mache dafür aber gleich ein paar Detailfotos. Die blende ich dann ein. Ich denke mal, da kann man es besser sehen. Ich habe jetzt mal versucht, das ein bisschen mit dem Handy zu fotografieren. Die Details, denke ich mal, waren vielleicht bei dem Foto sieht man es, glaube ich, ganz gut, ne? Wie tief das reingegangen ist und so. Und ist schon ganz gut gelungen, glaube ich, ne? Also in echt wirkt es natürlich irgendwie besser als auf diesem blöden Foto. Das Foto ist nicht besonders gut, vielleicht ein bisschen wenig Licht gehabt.
Na, hier noch ein bisschen dichter dran. Man sieht halt schon, glaube ich, ne, dass es sehr tief reingegangen ist auch. Und ja, ne, ich finde es irgendwie cool geworden, das Teil. Ne, und so kann man halt relativ einfach, relativ schnell sich so eine Münze lasern. Das Motiv ist natürlich, ja, ne, da ist nur die Kreativität die Grenze und es gibt da wahrscheinlich auch viele verschiedenste Techniken. Man kann natürlich auch verschiedene Layer machen, indem man sagt, okay, den hätte ich gern so tief graviert, den hätte ich gern so tief graviert. Das war jetzt einfach eine Gravur mit einer Tiefe. Ich habe da jetzt auch nicht so viel Erfahrung drin. Ne? Ich probiere auch immer rum und versuche dann, das, was ich so mache, euch weiterzugeben, dass ihr dann motiviert seid, auch selbst rum zu experimentieren und nachzumachen und das selbst auszuprobieren. Falls ihr da Bock drauf habt, die Münzrohlinge, wo man die bekommt, verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Und falls ihr auch noch Tipps habt und Tricks, wie es vielleicht besser geht oder irgendwelche anderen Sachen, haut es gerne in die Videobeschreibung. Kommt auf den Discord-Server, da sind auch schon ein paar Faserlaser-Leute und ja, wie gesagt, alle wichtigen Links sind in der Videobeschreibung. Ich sage erstmal Dankeschön fürs Zuschauen und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Das nächste Video wird dann wohl das Lightburn-Tutorial oder die Lightburn-Tutorials. Da habe ich schon einige aufgezeichnet. Nur, ja, ja, ich muss mich so ein bisschen um meine kranken Frauen hier kümmern. Corona, Morona, ne? Haut rein. Bis bald.